Männer können heutzutage nicht mehr frei rumlaufen, ohne von Frauen belästigt zu werden. Das schauen wir uns mal genauer an. Did you take pictures of my ass quick? It's her slap. My wife is not here, I'm a kiss. Alles klar, das reicht mir eigentlich auch schon wieder. Schönen guten Tag, heute schauen wir uns mal die TikTokerin Natalie Reynolds an. Sie hat 2,3 Millionen Abonnenten. Wer auch immer bei dieser Scheiße ein Abo dalässt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Natalie macht hauptsächlich TikTok und streamt auf Kick. Und in ihren Videos macht sie eigentlich nur Brainrot-Content und respektlose Sachen. Wegen TikTok werden wirklich sehr problematische und ekelhafte Menschen bekannt gemacht. Fremde Männer zu belästigen und Obdachlose, die nicht schwimmen können, ins Wasser zu schmeißen. Ja. Die Frau ist die Definition von klickgeil und ich mach alles für bisschen Fame. Ja, und OnlyFans hat sie auch. Wer hätte das gedacht? Was für eine Überraschung. Und das OnlyFans wird natürlich auch so gut promoted, wie es nur geht, damit die ganzen TikTok-Weirdos schön reinzappen. You name this actor, I'll buy whatever you want. Lana Rhodes. Lana Rhodes? Okay, I'll buy whatever you want. Where do you want to go? You want to go in here? How do you know who that actor is? Wirklich mit kleinen Kindern solche Fragen und Interviews durchführen? Und das alles nur, um den OF-Account zu pushen? Wie ekelhaft muss man eigentlich sein? Und ich hoffe, dass die Eltern des Jungen das sehen und das Video runternehmen lassen. Do you watch her a lot? Yes. Okay. He said yes very confidently. Und das meine ich. Sie fragt dort einen kleinen Jungen, der wahrscheinlich nicht älter als 10 ist, ob er sie hier kennt. Bro, das ist ein Pornostar. Wie kannst du zu einem kleinen Jungen auf der Straße gehen und ihn fragen, ob er diesen Pornostar kennt? Und ob er auch oft ihre Videos schaut? What the f***? Ist das überhaupt legal? Wie wäre, wenn das vertauscht ist und ein erwachsener Mann zu einem kleinen Mädchen hingeht und sie fragt: Hey, 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 kennst du schon diesen Pornostar und schaust doch... Hey, 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 kennst du eigentlich Johnny Sins? Digga, ich wäre direkt im Knast. Direkt würde man mich als Pedo abstempeln und irgendwo einknasten. Aber bei Frauen ist das nicht nur okay. Nein, sie kann sogar Content machen und macht 2,3 Millionen Follower mit so einem Mist. Solche Filme? Wenn ja, dann kaufe ich dir jetzt was Cooles. Das würde keine 10 Sekunden dauern und der Mann würde verprügelt werden und landet im Knast. Zu Recht aber auch, muss ich sagen. Aber weil es hier eine Frau macht und ein bisschen Brainrot, Musik, Sounds und Untertitel hinzugefügt werden, ist es ja nur ein lustiges TikTok am Ende, was 700.000 Likes bekommt. Wer liked so ein Mist? An die 715,7.000. Schämt euch. Ich raste gleich wieder aus. Holy shit. Want shoes? Yes. Oh, you knew right away. You want those? Yes. Let's get them. $85. That's a lot. I know. Are you paying for it? You're paying for it. I thought you were buying me these shoes. Thank you. Thank you for the shoes. Thank you. Und jetzt spart euch auch die Komma mit, ach, das ist doch eh gescriptet. Also erstens sieht dieser Junge nicht so aus, als hätte der eine Ahnung von der Planung, was hier gerade passiert. Und zweitens, selbst wenn es gescriptet ist, mindestens einer, und zwar er hier, wird danach nochmal Lana Rhodes googeln. Und wahrscheinlich die ganzen Kinder, die das TikTok dann sehen, werden auch dadurch beeinflusst. Entweder sie googeln Lana Rhodes selber oder klicken halt direkt auf ihren OnlyFans-Link, den sie in jedem Video verlinkt hat. Das ja, und dann verwandeln sie sich in Sims. Und ihr Gehirn wird darauf getrimmt, solche ekelhaften Frauen auch noch zu feiern. Oder noch schlimmer, sie spenden ihnen all ihr Geld, sobald sie 18 sind. Das Problem ist halt, wie schon gesagt, dass die Leute das feiern. Die geben ihr einen Like dafür. Auch die ganzen Kommentare waren so, als wäre das ein witziges Video und ach, der Junge hat doch neue Schuhe bekommen, ist doch voll geil. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass man Kinder dafür belohnt, wenn sie einen Pornostar erkennen. Diese ganze Scheiße zerstört sowieso schon die Gehirne und das ist bewiesen. Und jetzt das Ganze noch zu pushen an eine Kinder-Community? Weiß ich nicht. Das muss echt nicht sein, Mann. Schauen wir... Ja, die Kinder werden zu NPCs gemacht. Keiner wird mehr zum Main Character. Mal was anderes an von ihr. Was sie auch sehr oft macht, sind diese Kiss or Slap Dinger. Kiss or slap. I don't know what you're talking about. You kiss or slap. Also sie fragt fremde Menschen, ob sie sie entweder küssen wollen oder sie auf ihren an OnlyFans verkauften slappen wollen. Not neither one. What? My way. Really? Yeah. Bro, der Mann steht da mit seiner Frau. Das ist seine Frau. Und du f***st die beiden ab mit so einer Kackfrage für dein TikTok? Okay, if he kisses or slaps me. Instrumentalisiert hier einfach ältere Menschen, indem sie sich auch noch so respektlos verhält, nur für OnlyFriends. Die tut wirklich alles, um die ganzen OnlyFriends-Sims anzulocken und noch mehr Geld zu verdienen. Und so einer gönne ich das wirklich überhaupt nicht.
He wants to. No kiss or slap? Well, you don't know where you've been. You don't know where I've been? Mama said, you don't know where that's been. Don't eat that. He's just roasting me. Shoutout an diesen Giga-Chat hier. Der hat sie einfach in den Boden gestampft. Falls ihr das nicht verstanden habt, er meinte quasi sowas wie, dass er keine Ahnung hat, wie viele schon vorher auf ihr drauf waren und deshalb er keinen Bock auf sie hat. Macher. Wirklich ein Macher. Und ich sag ehrlich, diese Vermutung ist legit, weil wer so nasty TikTok-Content macht, sie muss für die Streets sein. Mir ist natürlich auch klar, dass das irgendwo nur Ragebait ist, so, dass sich die Leute mehr darüber aufregen und sie somit mehr Klicks macht und so weiter. Aber trotzdem muss da tief in ihr irgendwas kaputt sein, weil kein normaler Mensch kommt auf so einen unangenehmen Müll. Wieso sollte man zu einem älteren Pärchen gehen und dann den Mann fragen, Kiss or Slap? 2024 TikTok Brainrot durchgespielt. You're slap. You just walked away. Bro, I can't be doing this. Why? 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 Take a look around, maybe. Wie, warum? Siehst du nicht, dass seine Freundin daneben ist? Context clues. What? Ich glaube, ihre ganzen Gehirnzellen sind durch OF schon so verbrannt, dass sie keinen Charme mehr verspürt, wenn sie jemanden mit einer Freundin sieht und ihn trotzdem belästigt. Lass doch wenigstens die Vergebenen in Ruhe. Ich raste wirklich gleich aus und sie kriegt ein Video auf dem Hauptkanal ab. Looking every direction, but we're der Bruder kommt gerade richtig ins Schwitzen, nichts Falsches zu sagen vor seiner Freundin. Context. Looking every direction but where she's supposed to. What? I plead the fifth. You plead the fifth? Yeah. I'm sorry. Natalie kann das gar nicht verstehen gerade. Was? Wie jetzt? Du willst nicht mit deiner vernünftigen Freundin Schluss machen für eine von 10.000 anderen OnlyFans TikTok-Hurren? Kann ich ja gar nicht verstehen. Spaß, Ironie, ne? Ich kann's total verstehen, dass er keinen Bock auf dich hat. Kiss or slap? No way, please. You wanna do kiss or slap? Nope. Go away. Why? Because I think you're obnoxious. You want me to hit you? Yeah. Oh my god. Go away. Going my video viral right now. Sudis? You know we're getting sudis? Das davor war schon alles cringe, aber jetzt geht's wirklich eine Stufe zu weit. Die Leute sitzen da und wollen nur in Ruhe essen und sagen sogar, dass sie bitte gehen soll. Go away. Und dann trotzdem noch weiter zu nerven und im Hintergrund so zu lachen, wenn die Frau verständlicherweise ausrastet, ist crazy. So, ha, 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 ja, Mann, wie lustig, wie lustig. Lachkick. Diese Natalie schießt ja echt auf alles. Also, stellt euch mal vor, ich würde sowas machen. Ich gehe zu irgendwelchen fremden Paaren und auch Frauen und belästige die so. Ich wäre locker weggesperrt worden. Aber die kommt nicht nur damit davon, sondern macht dreisterweise auch noch Klicks damit und monetarisiert das Ganze auf OnlyFans. So ekelhaft. Und ich sag euch, sehr viele von diesen OF-Girls, die haben einen Knacks. Wirklich auf alles. Hauptsache, sie bekommt den nächsten viralen Clip. Willkommen in unserer Welt. Und die hat Glück, dass sie bis jetzt noch nicht an den Falschen geraten ist. Die Videos werden in Amerika gedreht. Und oh, Junge, wenn du da den Falschen nur ein bisschen zu sehr nervst, kann sein, dass du Schüsse abbekommst. Kein Spaß. Take pictures of my a**, quick. For what? My a**. Picture of your a**. Yeah. For? Just a post. Could you be in the picture? Was ist falsch mit ihr? Sie geht einfach zu fremden Leuten und fängt an, sie sexuell zu belästigen und fragt, ob sie Bilder machen können von ihrem Bomboklatt? Obwohl, naja, Bomboklatt ist was anderes für mich, so. Time shit. Aber was soll dieses Video jetzt aussagen? Ich habe gerade einen Mann sexuell belästigt und jetzt kauft bitte alle mein OnlyFans, ansonsten lande ich morgen wieder auf der Straße. Ist crazy, wirklich. Ich muss darüber auch nicht einmal lachen oder so. Und ich bin wirklich jemand, ich lache bei allem. Du kannst mir die unlustigste Scheiße zeigen und ich würde wahrscheinlich Lachfleisch bekommen. Aber hier, mein Gesicht ist die ganze Zeit so. Suck. Ich fühle dich, Bro. Die belästigt die ganze Zeit irgendwelche Männer, macht daraus ihr Geld und ihre Klicks und ihre Follower und denkt ernsthaft noch, das kommt irgendwie witzig an. Nur weil das irgendwelche 12-, 13-jährigen Kinder liken. Noch verstehen, wieso diese ganze TikToker- und Influencer-Welt nicht ernst genommen werden kann. Stell dir mal vor, du tauchst gerade so als etwas älterer Mensch neu in diese Welt ein und siehst das als erstes. Also entweder du entwickelst danach chronischen Hass gegen jeden anderen Influencer oder du bist ein alter verzweifelter Sack, der im Nachhinein die OnlyFans abonniert. Is grab an option? Oh my god! You didn't give me an option to pick! Ja, und da haben wir den alten und verzweifelten Sack, der darauf reinfällt.
Bro, komm schon. Hast du keine Freunde oder Familie, die vielleicht das Video sehen könnten und dich dann für einen Creep halten? Stell dir mal vor, du bist der... Echt mal, ich meine, er hat doch bestimmt ein paar Freunde oder Familie, die das Video sehen. Außerdem, ganz ehrlich, ich glaube, das ist alles geskriptet. Sie hat ihm vorher gesagt, fass mich mal bitte so an, damit das Video viral geht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sich jemand so vor laufender Kamera selbst expost. Oder die Mutter von Natalie und siehst diesen Karriereweg. Stell dir einfach mal vor, du bist ihr Vater, hast alles dafür getan, dass sie ein vernünftiges Mädchen wird und dann liegst du eines Tages zu Hause auf deiner Couch und siehst diese... 10 Jahre durchgefüttert, damit die so eine Ho wird. Ich glaub's ja nicht. Video von deiner Tochter. Ich würde heulen. Ich würde wirklich heulen. Siblings, 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 siblings. This is my sister. This is my brother. We are siblings and we care for each other. Also wenn das wirklich jemand aus ihrer Familie ist, dann weiß ich, wieso die nicht zu ihrem Content sagen. Die wollen selber mal ein Stück beißen von ihr. Was hab ich da gerade gesehen? Ja, und nicht nur in ihren TikToks belästigen. Na gut, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wenn er wüsste, was sie auf OF postet, würde ihm ganz schnell übel werden. Natalie, andere Leute. Nein, sie macht das sogar live in ihren Streams. Hier ist sie, naja, ich kann nicht alles davon zeigen, aber sie ist hier mit einer aufgemalten Kleidung im Gym. Also, sie trägt keine richtigen Sportsachen, sondern die sind nur aufgemalt. Go closer. He's saying you need to leave. He's not... Ich feiere es, dass der Typ sie rausschmeißt, denn sowas ist nicht nur ekelhaft, sondern auch unhygienisch, wenn sie sich so überall draufsetzt. Mir fehlen wirklich die Worte. I mean, she's covered, so. Yeah, she's covered. 10 von 10 Prank, wirklich. Ha, 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 ha. Ich kann mir echt nichts Lustigeres vorstellen, als wenn ich im Gym bin, nur ganz normal und Ruhe für mich selber trainieren will. Auf einmal kommt da eine rein mit Kamerateam, die ihre Klamotten aufgemalt hat und fängt an, mich zu nerven. Bitte, Natalie, bitte such dir einen normalen Job oder mach Videos, wo du keine anderen Leute dabei abfasst. Ich meine, das muss doch auch funktionieren. Und falls ihr gedacht habt, es kann nicht noch schlimmer werden, oh, 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 doch, es wird schlimmer. In einem anderen Stream hat sie einer obdachlosen Frau, die sie auf der Straße getroffen hat, gesagt, dass sie $20 dafür bekommt, wenn sie jetzt in den See springt. With you, if I'm being honest. Yeah, really? Yeah. Yeah. Yes. Yeah, well, I'll do it. Like, oh, they're all saying you're sexy and shit. Really? Yeah, they're all saying. Ich sehe das jetzt schon übel enden. Be a woman, she's thick as... You should jump in the water to find it for me. Well, why don't you jump in with me? I'll give you $20. $20? Yeah, that's a good deal. Das ist auch so gottlos, dass sie die Situation von der Obdachlosen so ausnutzt. Weil wenn du kein Essen im Magen hast und auch kein Geld, natürlich macht man dann gefühlt alles für $20. Und Natalie sahnt dann schön im Nachhinein das große Geld ein für die viralen Clips. Das ist echt maximal ekelhaft. By the way, Shoutout an Ton verändert, der hat auch schon mal zu Recht darüber abgerantet, was jetzt hier passiert. $20? Hi. Yeah, so you go in. No, you gotta go in. You go me. In, you try to find the scanner. You're gonna jump in with me. I'll jump in after you. We're jumping together. Right? No. No. All right. I was, you know, I wasn't... Das würde mich jetzt nicht mal wundern, wenn sie die auch noch reinschubbt. Ich traue dieser Frau hier wirklich alles zu. Because my shoes, my feet were getting You should just jump in right now. But I'm gonna jump in with my shoes on. Okay. Ready? Yeah, ready? Oh! Ja, ich muss das hier zensieren, weil man da den kompletten Bomboklatt von dieser Frau sieht. Wait, what the... Did you see her ass? What? Oh, you I. You said it was okay. You said you wanted to swim. You told me to jump in. I didn't tell you to jump in. Yes, yeah, you did. Yes. Just. You said you were Thank you guys. We're gonna have a good day. Willst du mich eigentlich verarschen? Sie lässt eine Obdachlose für ein Zwanni in das Wasser springen und sagt dann, dass sie das niemals gesagt hat und tut so, als würde sie damit überhaupt nichts zu tun haben. So eine ekelhafte Heuchlerin. Ich bekomme da wirklich Aggression. Sie nutzt hier einfach die schlimme Situation der Obdachlosen aus. Nur für ihren Content, damit sie so zu ihrer Marionette machen kann. Wirklich, noch tiefer kann man doch nicht sinken. Und dann haust du ab? Na, das ist krank. I can't swim. I can only float. Oh, she might literally die. No, stop. Seriously, don't stop. Please, you're actually freaking me out. No, please.
Also ihr habt gehört, die Frau schreit dort im Wasser, dass sie nicht schwimmen kann. Und was macht sie hier? Anstatt zu helfen, erstmal Chat lesen, erstmal hin und her gucken, so, oh nein, was habe ich getan? Erstmal lachen und auch ihr Kameramann ist bestimmt so ein ekelhafter Simp, der einfach hier mitlacht, anstatt mal kurz die Kamera beiseite zu legen und der Dame zu helfen. Denn ganz ehrlich, wenn die ertrinkt, was wollen die da machen? She's drowning. She says she's drowning. Oh, this is bad. Dude, sorry, she said she's drowning. She said she's drowning. I think you literally just murdered the lady. No, I didn't. I swear. I didn't. Let's go. Dude, she's drowning in the lake. God, there's a fire truck. Nah, this is bad. Natalie. Wait, this is really bad. Oh ja, das ist wirklich schlecht. Das ist geisteskrank. Wie sie da wegrennt, während die Frau noch im Wasser ist. Oh nein, sie ertrinkt gerade. Was soll ich tun? Ich hau erstmal ab. Hat ja zum Glück niemand aufgenommen, deine Schandtat. Hast du Glück gehabt, dass zufälligerweise niemand gerade live war, währenddessen und alles gefilmt hat. Sogar die Feuerwehr musste kommen. Ach du heilige Scheiße. Wegen so einer ekelhaften muss die Feuerwehr ran. Als hätten die nichts Wichtigeres zu tun. Dass Menschen, die so einen wichtigen Job machen, wirklich wegen irgendwelchen Influencern anrücken müssen, ist einfach nur traurig. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unnormal schlimm das ist, was sie da gerade getan hat. Die arme Frau da im Wasser. Geht's dir gut? Bitte, obdachlose Frau, bitte melde dich bei mir. Ich paypal dir den Zwanni. Ich paypal dir wirklich den Zwanni. Ich kann das alles nicht mehr mit diesen Onlyfans-TikTokerinnen, die alles machen für Likes und Fame. Es ist so traurig, dass genau das auch noch funktioniert. Die Frau hat 20 mal so viele Abonnenten wie ich. Bitte Leute, ich will sie überholen, eines Tages. Bitte abonniert, es kann doch nicht sein, dass sie so viele hat und ich nicht. Bitte. Die Welt ist mal wieder am Arsch, Leute. Und psst, auf meinem anderen Kanal Verbrechen hautnah kam gerade auch ein neues Video online, wo die nächste Frau komplett durchgedreht ist und das Ganze aufgenommen wurde auf so einer Bodycam von Polizisten. Da kommt jetzt öfter genau so ein Content von krassen Verbrechen und so weiter. Zieht euch gerne das Video im Anschluss rein. Aber hier auf Bennert war es das erstmal für heute. Was ist eure Meinung zu dieser Frau? Das interessiert mich wirklich. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Ansonsten wird eure Tochter später mal genau so. Ciao, ciao, bis morgen. Ja, ganz ehrlich, mich wundert mittlerweile gar nichts mehr. Dieses OF-Girl ist auf jeden Fall ekelhaft und so viele andere sind es auch. Und ich frage mich, warum solche Videos immer durchgehen, aber wenn ich ein bisschen kritischere Videos poste, werden die direkt aus TikTok gebannt. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch meine Reaction gefallen hat. Und ganz wichtig, abonniert auch diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.